Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Dark Souls Remastered, meinem 100% Run dieses Spiels, beziehungsweise meines 100% Runs, / Podcast dieses Spiels. Denn ihr wisst ja, wie schon in den vorherigen Teilen, ich weiß gar nicht, wie viele es mittlerweile sind, seht ihr Souls und hört mich über andere Dinge reden als Souls, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn ihr mich jetzt das hier reden hört und seht, bedeutet das, dass mal kein technischer Fuck-up irgendwas zunichte gemacht hat, sodass wir im Live-Commentary sind. Wenn ihr das nicht hört, dann hört ihr es nicht. Und wir sind wahrscheinlich im Post-Commentary. Das ist immer, ne? Das ist immer so merkwürdig. Deshalb finde ich das immer in Filmen so toll, wenn Leute sagen, wenn sie das hier lesen, dann bin ich wahrscheinlich tot. Ja? Und manche Leute schreiben dann, und wenn sie das nicht lesen, dann bin ich noch am Leben. Ja, das ist irgendwo logisch. Egal. Worum es heute geht, während wir uns heute weiter durch die Dämonenruinen prügeln. Übrigens im besten Ritter Ledo, hieß der so? Ne? Ritter Ledo-Style aus Dark Souls 3. Ich habe zwar keinen so einen Steinhammer wie das rote Phantom oder das schwarze Phantom im Ring City DLC. Aber ich habe mir gedacht, so ein Äquivalent davon. Ne? Nämlich den Drachenzahn vom guten Havel. Denn der gute Ledo war ja auch irgendwie lore-technisch, ne? War das ja auch ein guter Kumpel vom guten Havel. Von daher passt das ganz gut. Aber während es heute quasi durch die Dämonenruinen geht, weiter, Richtung ins verlorene Isalith, wahrscheinlich bis ins Bett des Chaos schon? Ich bin mir noch nicht so sicher, aber ich glaube, bis dahin werden wir es schaffen. Und sogar die Siegmeier und die Solaire-Quest. Es kommt darauf an, wie ich mich anstelle. Vor allen Dingen gegen den Tausendfuß-Dämon, weil den will ich ja rein theoretisch cheesen dieses Mal. Also da will ich ja den bekannten Cheese machen. Ah, das ist natürlich super, wenn man hier wieder, an die Kante ballert. Aber wie gesagt, während wir das halt alles tun, soll es halt um eine Sache gehen, die mir persönlich sehr viel Spaß macht, darüber zu reden, beziehungsweise auch darauf... Oh, oh. Nee, okay, das ist die falsche Waffe für diesen Gang, merke ich gerade. Mir sehr viel Spaß macht, darüber zu reden, beziehungsweise zu spekulieren. Ah, die Rollattacke ist es wieder. Darüber zu spekulieren. Und zwar sind das so urbane Mythen oder ungelöste Mysterien in der Welt. Ich liebe sowas, darüber zu lesen und beziehungsweise darüber auch so ein bisschen zu nicht philosophieren, ist das falsche Wort, aber zu spekulieren. Ja, was da jetzt nun passieren könnte und so weiter und so fort. Und damit ihr mal ein Beispiel bekommt, was ich meine, ich glaube, es gibt so die bekanntesten, ungelösten Mysterien der Welt, sind sowas wie das Bermuda-Dreieck oder, ich habe mir das hier übrigens aufgeschrieben, ich habe mir ein paar meiner Lieblingsmysterien aufgeschrieben, Loch Ness, Bigfoot, die ganzen Geschichten, aber sowas Übernatürliches, also beziehungsweise sowas, sowas Altbekanntes, das gehört zwar mit dazu bei mir, aber das finde ich gar nicht mehr so spannend. Vor allem so Loch Ness Monster und Bigfoot. Das finde ich gar nicht so spannend. Ich mag eher so die Sachen, die so noch mehr in der Realität verhaftet sind. Also klar, es gibt viele Dinge, die sind uralt. Ja, also viele Mysterien, die sind schon so alt in Sachen Lösungen sozusagen. Also dass sie bisher nicht gelöst wurden, dass man schon irgendwie von übernatürlichen Dingen sprechen kann. Aber manche Sachen, die finde ich absolut, absolut interessant, dass da bis heute noch niemand, obwohl wir all diese technischen Fortschritte haben und so weiter und so fort, irgendwie eine Lösung dafür gefunden hat. Und das, darum soll es heute so ein bisschen gehen, um meine Lieblingsmysterien so ein bisschen, während ich hier versuche, mich vom den Tausendfuß-Dämon zu cheesen. Gucken wir mal, ob mir das gelingt. Aber fangen wir mal an mit meinem, mit dem Ding, dass das Ganze, meine Faszination für sowas, so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Und zwar das Mysterium um die verlorene Kolonie in Amerika. Es gibt so, seit so 1600, 1500, schieß mich tot, 1520, hat man so probiert, eine Kolonie an der Ostküste in Amerika, so Engländer haben das, glaube ich, probiert gehabt, so eine Kolonie zu gründen und zu eröffnen. Und haben, das ist beim ersten Anlauf gescheitert, aber ich glaube, das hatte was mit dem ansässigen Indianerstamm zu tun. Beim zweiten Mal, dann kamen die aber wieder, so ein paar 30 Jahre später. Nee, du sollst hierher kommen und mich verschnabulieren, mein Freund. Hallo. Okay, kannst du mal bitte... Okay,
das ist schlecht. Und ein paar Jahre später oder so, 30 Jahre später oder so, okay, er macht das nicht das, was er soll. 30 Jahre später kamen die nochmal, also keine Ahnung, warum die Siedlung beim ersten Mal nicht geklappt hat, sozusagen. Sage mal, kannst du mal bitte herkommen? Dankeschön. Warum das beim ersten Mal nicht geklappt hat, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass es beim zweiten Mal dann so war, dass der Obersiedler, aua, eieiei, einer der ersten Siedler, au, verspeis mich, Daddy. Nein. Du sollst mich verspeisen, Daddy. Los. Einer der Obersiedler, der konnte irgendwie nicht da bleiben in dieser Siedlung, da, in dieser neu gegründeten Siedlung. Und ist deswegen irgendwie weggegangen, wieder ans Festland, sozusagen, ins alte Europa zurückgekehrt. Und verspeis mich, Daddy. Nein. Ist irgendwie ins alte Europa zurückgekehrt. Ja. Nein. Ach, du Depp, ey. Ach, verdammt, voll reingerollt. Und ist 3 Jahre später zurückgekehrt. Ja, verspeis mich, Daddy. Verspeis mich. Das ist doch alles gut. Ist 30 Jahre, 3 Jahre später irgendwie zurückgekehrt. Das wird heute nichts. Und die Siedlung war weg. Jetzt habe ich hoffentlich endlich mal die Geschichte rausgebracht. Also die erste Siedlung hat nicht funktioniert irgendwo in Amerika. An der Ostküste. Dann haben sie die wieder aufgelöst. Und 30 Jahre später haben sie es nochmal probiert. Und da ist der Anführer. Ich glaube, der hieß John White oder so. Ist zurück ins Festland gekehrt, ins alte Europa, nach England und kam 3 Jahre später wieder und die Siedlung war weg. Also, die Siedlung war noch da, aber alle Leute, ich glaube so 118 Leute, waren weg. Und es gab kein Anzeichen für Überfall, für Kämpfe. Die haben alles so zurückgelassen. Die haben alles so zurückgelassen. Es gab keinerlei persönliche Sachen, sind irgendwie dort geblieben. Viele sagen natürlich, sie sind einfach woanders hin aufgebrochen. Aber das hätte man ja auch irgendwie erkannt. Ne? Da hätten sie ja wahrscheinlich nicht die Häuser einfach so zurückgelassen. Es sah nämlich einfach nur danach aus, als ob die sich in Luft aufgelöst hätten. Die Siedler. Und das Einzige, was man gefunden hat, war eine Inschrift an einem Baum. Und zwar Kroatoan stand da dran. Und an einem anderen Baum hat man auch eine weiße Inschrift gefunden, wo dran stand Crow, also wie der Sänger oder wie der Rapper oder so. Sag mal, ja, iss mich doch einfach mal. Okay, jetzt wollte er mich essen. Jetzt, gerade jetzt hat er es gemacht und hat mich weggerollt, ich Depp. Iss mich! Und das ist das Einzige, was man von denen gefunden hat. Und das fand ich so spannend, dass so Sachen komplett verschwunden sind, sozusagen. Und dass es da keine Erklärung für gibt, außer diese Inschrift. Ich finde das komplett furchtbar spannend, sowas. Weil es gibt keine Erklärung, also keiner konnte sich so richtig erklären. Es gibt keinerlei Anzeichen für irgendeinen Kampf oder sowas. Während hier der Kollege... Und ich finde das so verdammt spannend, weil das ist so ein urbanes Mysterium, weil das mit Menschen was zu tun hat. Da gibt es eigentlich Aufzeichnungen für sowas. Also, oder beziehungsweise irgendwelchen Anzeichen, irgendwelche Detektive oder irgendwelche Spurensucher hätten irgendwas von denen gefunden, aber nein, wir haben überhaupt nichts von denen gefunden. Okay, langsam ist aber wirklich gut. Ich will dich hier cheesen, mein Freund, ansonsten hau ich dich halt so kaputt. Da kenne ich auch nichts. Nee, und das finde ich so spannend, wie sowas passieren kann, dass einfach eine ganze Zivilisation, das sind so 118 Leute, waren das irgendwie damals, und die sind einfach von einem auf den anderen Tag komplett verschwunden und keiner weiß wohin. Und es gab nur diese ominöse Inschrift in irgendeinem Baum geschnitzt, was ja noch ominöser ist, wenn man mich fragt. Ja, wenn auch jemand Leute die Zeit haben, was in den Baum zu schnitzen. Viele sagen, das hatte was mit dem Indianerstamm zu tun. Und der Indianerstamm hieß irgendwie Roanoke oder so, hieß die Insel oder so. Damit sollte das was zu tun haben. Andere sagen natürlich Geister und so ein Kram. Aber ich finde das so, sowas finde ich geil, weil für sowas gibt es keine Erklärung. Es gibt auch keine Erklärung dafür, dass er nicht seinen Move macht, den er machen sollte. Ja, komm, Daddy. Nein, iss mich, Daddy. Ach, das ist so dumm, dass du zurückspringst. Und das finde ich so geil, weil sowas macht mir extrem Spaß, so darüber zu spekulieren. Was ist da eigentlich passiert? Warum ist eine gesamte Siedlung, eine ganze Zivilisation von Menschen
Wie kann die verschwinden von heute auf den anderen Tag? Und warum hat man überhaupt da irgend sowas eingraviert, um irgendeinen Hinweis zu geben? Was hatte das damit zu tun? Komm, iss mich, Daddy. Er macht's einfach nicht. Er macht es einfach nicht. Komm, iss mich, Daddy. Los, 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 los. Iss mich. Das gibt's einfach nicht. Er tut es nicht. Ich muss ihn so kaputt hauen. Ich kann euch den Cheese nicht zeigen. Das ist doch so scheiße. Nein, du sollst nicht treten, du sollst mich essen. Iss mich, Daddy. Und das hat so meine Faszination, also dieses Mysterium, dieses urbane Mysterium, hat so meine Faszination für iss mich. Das ist kacke. Ich komme mir vor übrigens wie bei Men in Black, beim Film am Anfang, am Ende. Friss mich, friss mich. Das hat so meine Faszination für so urbane Mythen quasi etabliert, wenn man so will. Nein, du sollst mich essen, nicht stampfen. Iss mich, Daddy. Iss mich. Das ist alles so nervig. Nee, ich hau ihn gleich kaputt. Ich gebe ihm noch einen Anlauf. Nee, okay. Mal gucken, ob er mich dann tötet. Ja, okay, wahrscheinlich tötet er mich jetzt. Und dann muss ich ihn so kaputt hauen. Das hilft ja nichts. Das hilft ja nichts. Du willst mich ja nicht essen. Iss mich doch einfach. Ja? Iss mich, Daddy. Du bist, das ist so gut. Tötet er mich? Nein. Jawohl! Endlich. Endlich ist er weg. Ist in der Wand drin. Da ist er drin. Und irgendwann fällt er, glaube ich, runter. Jetzt muss man nämlich nur warten. Und während wir das tun, sage ich euch nochmal, zum 100. Mal gefühlt, dass diese Sache, dieses Kroatoren, dieses Roanoke Island, quasi, irgendwie so ein Indianerstamm, das spielte da auch irgendwie mit rein, dass das meine Liebe zu solchen urbanen Mythen quasi geweckt hat. Weil ich finde das so faszinierend. A, wie Leute einfach verschwinden können, ja, weil es muss ja irgendwie eine Erklärung eigentlich für sowas geben, aber eben, dass es genug Spielraum gibt für Spekulationen über Übernatürliches. Und das finde ich, das macht mir noch mehr Spaß, dass ich dann sagen kann, ey, da ist irgendwas, es gibt sicher eine wissenschaftliche Erklärung für, aber auf der anderen Seite wünsche ich mir auch irgendwie, dass es so eine übernatürliche Erklärung dafür gibt. Und das ist nur eine von vielen Sachen. Ich habe mir hier so ein paar aufgeschrieben. Es gibt auch ein paar Sachen, da gibt es nichts Übernatürliches dahinter, aber das ist trotzdem ziemlich interessant. Ach nee, das sind, ich glaube, nur grüne Scherben, die da liegen. Brauche ich alles nicht. Grüne Scherben brauche ich nicht. Also da gibt es auch keine übernatürliche Erklärung für, sondern es ist einfach ein ungelöster Fall, irgendein ungelöster Kriminalfall zum Beispiel. Das finde ich auch, also zum Beispiel Jack the Ripper. Na, da ist nichts Übernatürliches. Das ist einfach ein Typ gewesen, der in London 5 Prostituierte, glaube ich, auf grausame Art und Weise umgebracht hat. Und es gibt nur lose Theorien, wer das gewesen sein könnte. Warum er es getan hat, warum man ihn nie gefasst hat. Das ist alles Spekulation. Aber wovon ich zum Beispiel rede, die so Spielraum lassen für so übernatürliche Theorien, ist zum Beispiel sowas wie, ich habe das mir so aufgeschrieben, Moment, genau, die Nazca-Linien zum Beispiel. Da bin ich ein großer Fan von den Nazca-Linien. Das sind so, ich glaube, so eingravierte Linien in so große Felder, in so eine Steinwüste, will ich so Steppe. Ich glaube, irgendwo in Südamerika. Und wenn man die von oben, vom Hubschrauber sich ansieht, dann bilden die richtig große Bilder, wie so ein Adler oder irgendwelche geometrischen Formen oder so. Und das finde ich so interessant, weil die sind so alt, ich weiß nicht, 2000 vor Christus oder so eine Geschichte. Ja, du hast deine Sonne immer noch nicht gefunden, Solea. Du wirst sie aber finden in diesem Playthrough. Die sind so alt, so 2000 vor Christus. Aber was die Leute halt daran so fasziniert, ist die Tatsache, dass diese Linien quasi nur aus einer bestimmten Höhe, so aus 200 Metern Höhe oder so, diese Bilder ergeben. Und das ist in der damaligen Zeit, als die entstanden sein müssen, diese Linienbilder sozusagen, dass es da keinerlei Technologie gab, sodass die Leute genau wissen können, okay, wenn wir die Linie jetzt 200 Meter gerade in die Richtung ziehen und dann sie 200 Meter in die Richtung ziehen und dann hier so einen Kreis machen, dann ergibt das von oben das Bild eines Adlers oder einer anderen geometrischen Form, vor allen Dingen, weil die auch so haargenau gezogen sind, die sind irgendwie krumm und schief.
ja, die Nazca-Linien, sondern die sind so genau gezogen. Und das finde ich so geil, dass es da so Spekulationen gibt. Klar, natürlich, da bietet sich an, das waren Aliens oder was weiß ich, ne? Aber dass überhaupt dieser kurze Moment da ist oder dieser Spielraum da ist, das könnten Aliens gewesen sein. Klar, es gibt bestimmt auch einen ganzen rationalen Grund für sowas. Aber ich finde, gerade solche Phänomene oder solche Ereignisse, wo eben man auch sagen kann, da könnte auch ein übernatürliches Ereignis stattgefunden haben oder da könnten Aliens mit dabei sein oder Geister oder was auch immer, die faszinieren mich am allermeisten. Die faszinieren mich am allermeisten, weil ich möchte glauben, dass irgendwas Übernatürliches existiert. Oder dass irgendwas, ja, dass halt irgendwas da ist, ja, in dieser Welt, was wir uns nicht erklären können. Das meine ich gar nicht so religiös, sondern eher so vielleicht eben übernatürlich, so geisterweltlich oder extraterrestrisch, also quasi alienmäßig. Also ich meine das gar nicht, ach so, du bist ja hier, du bist ja, ihr seid ja alle. Ihr seid ja dumme Deppen. Ja, ja, egal. Leck mich am Arsch. Ich hau ab. Ich hau ab, ihr Nasen. Ich will gar nichts von euch mehr. Ich will nichts mehr von dir. Weg von dir. Weg mit dir. Blöde Drachenärsche. Haut ab. Und das finde ich so geil. Also, wie gesagt, die Nazca-Linien. Das ist auch so ein urbaner Mythos, sage ich jetzt einfach mal. Oder so eine urbane Legende, die ich so faszinierend finde und so interessant finde, dass es dafür bis heute keine richtige Erklärung gibt, wie die entstanden sind oder warum sie überhaupt entstanden sind. Als wer gesagt hat, ey, lass uns mal so ein paar Linien in so eine Wüstensteppe zeichnen, das wird irgendwann Leute ziemlich verwirren. Ja, genau das tut's nämlich auch. Und das finde ich so gut, dass es da so dass es solche Dinge gibt auf der Welt, weil ich glaube, wenn man sich alles in der Welt erklären kann, dann macht es auch irgendwann nicht mehr Spaß. Ich finde, Geheimnisse, die nicht entschlüsselt werden, sind hier und da die besten Geheimnisse. Klar, wenn es um Leib und Leben geht, ne, wenn es um Mordfälle geht, wie zum Beispiel bei Jack the Ripper, dann würde ich mir auch wünschen, dass die schon damals gelöst werden würden oder hätten werden können. Ja, weil, klar, hier geht es ja auch um Angehörige von Opfern, auch wenn es im Fall von Jack the Ripper ja eben nur, damit will ich jetzt nicht sagen, dass das keine Menschen sind, aber halt nur Prostituierte waren, das klingt jetzt ganz schlimm, wenn ich das sage, vergesst, was ich gerade eben sagen sollte, aber dass es eben Menschen waren, die wahrscheinlich nicht so viele Angehörige hatten oder die vielleicht ohnehin schon ein schweres Leben hatten, na, und so weiter und so fort. Also, jedes Leben ist wertvoll, das wollte ich am Ende jetzt noch sagen. Es ist bloß eben, deswegen wurde vielleicht damals bei Jack the Ripper auch gar nicht so viel Zeit und Aufwand und Energie investiert in die ganze Ermittlung, weil es eben nur, na, weil auch heute sind ja Prostituierte eher so, gehören jetzt zur unteren Schicht der Gesellschaft und sind deshalb eben in manchen Augen halt nicht so viel wert. Nicht in meinen, aber bei sowas würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass da das Mysterium quasi aufgelöst wird. Dasselbe übrigens wie beim Zodiac Killer. Ist auch so ein urbanes, so ein Fall, der noch nie gelöst wurde. Ja, bis heute nicht gelöst wurde, der diese Kreuzworträtsel quasi an die Zeitung da geschickt hat. Ich glaube, wo war das? In Kalifornien, glaube ich. Da gibt es auch ganz viele Filme, zum Beispiel einen sehr guten Film von David Fincher, Zodiac, der heißt Zodiac, mit, ich glaube, Jake Gyllenhaal und Robert Downey Jr. sogar, glaube ich. Ja, ich glaube, die spielen da beide mit. Da ging es ja um so einen Comiczeichner, um so einen Rätseldesigner, also der immer quasi die Kreuzworträtsel entworfen hat. An deren Zeitung hat der Zodiac Killer, ein Mann, der einfach wahllos anscheinend, glaube ich sogar, Leute umgebracht hat, der hat ja an diese Zeitung oder an diesen Rätselerfinder, diesen Kreuzworträtselerfinder immer quasi so kryptische Notizen geschickt, die man auch bis heute nicht so richtig entschlüsselt hat oder zumindest die wo man gar nicht weiß genau, was sie bedeuten. Also es war so ein sehr hyperintelligenter Serienmörder. Es sind ja viele, die nicht geschnappt wurden. Jack the Ripper, da gibt es ja auch die Theorie, dass das irgendein deutscher Arzt war zum Beispiel, weil er muss wohl ja auch medizinische Kenntnisse gehabt haben, um eben die Morde so durchzuführen, wie er sie am Ende durchgeführt hat. Also mit chirurgischer Präzision muss er die ja irgendwie umgebracht haben, die seine Opfer. Und das finde ich auch interessant, die Hintergründe, dass das und das, was ein Mensch oder was so ein Bösewicht, in Anführungsstrichen, so ein Krimineller, halt, dass das nicht immer nur die Brutalen und Geistesgestörten sind, sondern dass das auch, dass Brutalität
und Intelligenz gepaart miteinander eine ganz schlimme Mischung sind. Ja, also wenn man brutal ist und intelligent und hochintelligent, dann, und dann nicht geschnappt wird deswegen, das ist natürlich auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite auch furchtbar schlimm. Weil nichts ist schlimmer, als wenn Mordfälle nicht gelöst werden. Ja, vor allen Dingen grausame Mordfälle. Aber ein Kriminalfall, wo es zum Glück keine Opfer gab, aber der bis heute nicht gelöst würde, ist auch so eine Sache, die ich total faszinierend finde, ist der Fall von D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper ist ein Flugzeugentführer. Der hat 1971, eine Delta Airlines oder American Airlines Maschine gekapert. Oder beziehungsweise eigentlich hat er sie gar nicht so richtig gekapert, sondern er hat einer Stewardess einfach nur einen Zettel zugesteckt. Und auf diesem Zettel stand drauf, also während des Fluges hat er das gemacht. Ich glaube, ein Inlandflug war es sogar. Und da stand drauf, ich habe einen Koffer mit... Bei mir ist ein Mann, dessen wahre Identität man bis heute auch nicht kennt. Ich habe einen Koffer bei mir und in dem Koffer ist eine Bombe. Und wenn wir nicht landen, ich $200.000 bekomme, das klingt jetzt erstmal nach wenig, aber vergleich das immer bitte mit dem Wert von 1971, da waren $200.000 sehr viel Geld. Wenn wir nicht landen, ich einen Koffer mit $200.000 bekomme, wir wieder abheben und ich glaube noch 3 oder 4 Fallschirme mit dazu bekomme, dann sprenge ich das Flugzeug sofort in die Luft. Und das Geile ist, ich habe das Item nicht bekommen, das holen wir uns noch. Und das Geile ist, die haben ja den Forderungen stattgegeben von D.B. Cooper oder Dan Cooper, das ist ein anderes Pseudonym. Man weiß nur, das ist ein Weißer gewesen mit einer Sonnenbrille und einem Anzug. Mehr weiß man nicht. Man weiß weder die Identität noch sonst irgendwas. Es gibt nur Phantombilder von dem Kollegen. Also die sind gelandet, irgendwo zwischengelandet, haben den gesamten Flieger evakuiert, mit Ausnahme einer Stewardess und den 2 Piloten und D.B. Cooper, haben dem den Koffer gegeben, oder ich weiß nicht, ob es ein Koffer am Ende war, aber haben dem quasi das Geld gegeben, diese $200.000, sind wieder gestartet und irgendwo über dem Atlantik ist der Typ aus dem Flugzeug gesprungen mit dem Geld. Und bis heute weiß man nicht, wo der Typ ist. Man hat keinerlei Anhaltspunkte, wer er war und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel so ein Mysterium. Das ist spannend. Klar, es ist scheiße, dass ein Entführer Recht bekommen hat. Ja, und dass er davon gekommen ist, weil es trotzdem ein Krimineller. Aber wenigstens ist niemand ernsthaft zu Schaden gekommen, weil das Flugzeug ist nicht explodiert. Ich glaube, man weiß sogar bis heute nicht, ob er überhaupt eine Bombe in dem Koffer hatte. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, man weiß es nicht, weil er mit dem Koffer, wo er gesagt hat, da ist eine Bombe drin, auch aus dem Flugzeug gesprungen ist. Zusammen, wie gesagt, mit dem Koffer mit den $200.000. Das ist auch zum Beispiel so ein Kriminalfall. Sowas finde ich faszinierend, dass sowas bis heute nicht gelöst wurde. Andere Sache, der gar nicht so lange her ist, der Fall, was auch wird auch als Kriminalfall eingestuft, ist der Fall von Benjamin irgendwas, oder ja, ich glaube Benjamin heißt der Typ, oder zumindest ist das der Name, den er sich gegeben hat, Benjamin Cale oder Hale oder so, der ist 2004 irgendwo in den USA, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube in Texas sogar, ist der von einem Burger King mit einer Kopfwunde, glaube ich, aufgewacht und wusste nicht, wer er ist, also er hatte quasi dieses posttraumatische Demenz, also er wusste bis zu dem Zeitpunkt, wo er jetzt aufgewacht ist, weiß er nicht, wer er ist, wo er herkommt, wie er heißt und so weiter und so fort. Das Interessante an dem Fall ist aber, weil das ja immer mal wieder passiert, dass Leute irgendwo auftauchen und nicht wissen, wer sie sind. Das Interessante ist aber, in seinem Fall, die US-Behörden wussten auch nicht, wer er ist. Weder durch Fingerabdrücke noch durch DNA, weil 2004, ne, da gibt es ja sowas wie DNA auch, durch Fingerabdrücke, durch DNA, die hatten ihn in keiner Datenbank. In keiner Datenbank war dieser Mann drin. Und sie wussten nicht, wer ist er hier, was hat er eigentlich hier getan, warum lag er auf einem Parkplatz von einem Burger King in den USA, was ist seine Sache, was hat es mit ihm auf sich, er konnte sich ja nichts erinnern. Das Problem ist aber für den guten, ich glaube Benjamin Cale, Hale, sowas in der Drehe heißt er dann, das Problem für ihn ist aber, wenn man nicht weiß, wer er ist, und keine Sozialversicherungsnummer in den USA. Das Problem ist, wenn man keine Sozialversicherungsnummer bekommt oder hat, besitzt, dann kriegt man keine Arbeit, kann keinen Wohnsitz beantragen, keine Hilfe vom Staat. Das sind alles Dinge, die man dann nicht bekommt. Ja, und das ist natürlich dumm.
weil sowas braucht man ja, um ein anständiges Leben zu führen. Und deshalb hat er, ich glaube, bis irgendjemand den Fall öffentlich gemacht hat, ich glaube eine Studentendokumentation sogar, bis sie den Fall öffentlich gemacht haben, ist es dann auch so passiert, dass er irgendwie im Wald gelebt hat, er hat halt keinen Job bekommen. Und als dann die Studentenverbindung, wollte ich gerade sagen, aber als die Studentendokumentation irgendwie rausgekommen ist und die Presse auf den guten Mann aufmerksam geworden ist, da hat dann auch quasi irgendeiner den Fall, quasi die Story von ihm gesehen, von dem guten Benjamin, irgendein Geschäftsmann, und hat ihm dann einen Job als Tellerwäscher angeboten, damit er überhaupt seine Rechnungen bezahlen kann und dann und auch eine Wohnung ziehen konnte, weil das konnte er bis daher vorher nicht. Aber trotzdem weiß bis heute niemand mehr, wie er heißt, wer er ist. Das ist bis heute ungeklärt. Das ist auch zum Beispiel so eine Sache, die ich sehr interessant finde. So ungeklärte Identitäten. Sag mal, stirbst du jetzt eigentlich mal? Ich habe hier eine übelst fette Waffe und er stirbt einfach nicht. Das ist Wahnsinn. Nee, und sowas ist zum Beispiel auch extrem faszinierend. Aber wie gesagt, zurück zu diesen übernatürlichen Sachen, die mich so faszinieren, während wir, glaube ich, dann jetzt auf Soler treffen, der uns jetzt böse attackieren wird, weil er seine Sonne gefunden hat. Ich glaube es zumindest. Und dann schreiten wir den Shortcut frei. Zurück zu anderen Sachen, wo ich so ein bisschen übernatürliche Sache finde. Es gab einen Vorfall 1947, da ist er, der gute Soler. Es gab einen Vorfall 1947, da ist das US-Kampfschiff SS Urang Medan. Das hat eine Mayday-Warnung abgesetzt, also quasi einen Notruf abgesetzt vor der Küste von Malaysia. Abgesetzt, den Notruf. Und das Interessante ist, der den Notruf abgesetzt hat, der Funker, der ist noch während der Übertragung, ist er gestorben. Der Funker. Während der Übertragung. Ja, ich weiß. So leer. Und das Interessante ist, er hat durchgegeben, dass alle Crewmitglieder tot sind. Dass der Captain tot ist, alle sind tot. Und ich glaube, drei Tage später, der SS, sie hieß, glaube ich, SS Urang Medan oder Man of Medan. Ich weiß gar nicht, ob es ein US-Schiff war, aber ich weiß auf jeden Fall, es ist ein Schlachtschiff gewesen, sozusagen, irgendein Zerstörer oder so. Und der hat, wie gesagt, den Notruf abgesetzt. Und ich glaube, zwei Tage später hat ein anderes Schiff quasi den Notruf, haben die gehört und sind an die Position. Und das Schiff war menschenleer. Also nicht menschenleer, sondern es waren alle tot an Bord. Alle. Und keiner kann sich bis heute erklären, was passiert ist. Warum die alle gestorben sind. Auf einmal, die sind alle auf einmal gestorben oder so innerhalb von kurzer Zeit. Und wie gesagt, ist ja schon ein bisschen gruselig, dass der den Funkspruch abgesetzt hat, dieses SOS, dass der mitten in der SOS-Nachricht auch gestorben ist. Als letzter wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Und er hat auch nicht gesagt, was passiert ist. Also niemand hat irgendwie gesagt, oh, wir sind alle plötzlich krank geworden oder wir hatten Kopfschmerzen oder sonst was. Er hat einfach nur abgesetzt, die Crew ist tot oder sowas in der Richtung. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich auch extrem fasziniert von bin, von solchen Vorfällen. Ja? Also klar, es ist schlimm, dass diese Leute alle gestorben sind, vor allem, weil es 1974 war, also kurz, nee, 47, Entschuldigung, nicht 74, 47, also kurz nach dem Krieg, ne? Wo man ja eigentlich froh war, dass die Leute, die Armee halt immer noch in der Armee waren, dass die überlebt haben. Das ist natürlich tragisch, dass die alle gestorben sind. Aber auf der anderen Seite ist es auch extrem faszinierend, dass man nicht weiß bis heute, was passiert ist auf diesem Flugzeugträger oder auf diesem Zerstörer. Ja? Eine andere Sache, die ihm schon ein bisschen länger zurückliegt, 1518, auch gab es die tanzende Plage von Straßburg. Faszinierendes, ungelöstes Mysterium. Eines Tages in den Straßen von Straßburg, oder Straßburg, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, hat eine Frau angefangen zu tanzen. Sie hat einfach angefangen zu tanzen auf der Straße. Unkontrolliert. Hat sie einfach getanzt. Und sie hat 24 Stunden später immer noch auf derselben Straße getanzt. Kein Mensch weiß warum. Kein Mensch weiß bis heute, warum sie das getan hat, warum sie getanzt hat.
warum sie angefangen hat zu tanzen. Das weiß kein Mensch und bis heute nicht. Vor allen Dingen, deshalb wurde es als Tanzplage bezeichnet. Vor allen Dingen wurde es dann interessant oder kurios, als dann, sind es auch 5 am Ende, oder? Ich muss doch am Ende die 5, da steht doch noch einer um die Ecke, oder? Oder haben die im Remaster hier hingepackt? Egal. Interessant wurde es dann eben auch, dass dann andere Leute angefangen haben. Innerhalb von ein paar Tagen wurde aus der einen Dame 34, oder nee, ich glaube insgesamt dann, also kam 34 dazu, ich glaube innerhalb von den ersten 24 Stunden, haben 34 Leute angefangen, einfach auch unkontrolliert mit ihr an derselben Stelle zu tanzen. Und ich glaube, einen Tag später, oder 2 Tage später, oder 3 Tage später, waren es 400 Leute, die auf dieser Straße in Straßburg getanzt haben, 1518. Und viele davon sind an Erschöpfung gestorben, logischerweise, weil die haben nicht getrunken, die haben nicht gegessen, die haben keine Pause gemacht oder so, es ist jetzt nicht irgendwie eine fette Rave-Party oder so gewesen, sondern die haben einfach getanzt ohne Unterbrechung und viele sind daran halt gestorben. Und keiner weiß bis heute, warum. Keiner weiß, warum die getanzt haben. Keiner weiß, warum die angefangen haben und so weiter und so fort. Niemand weiß das. Niemand weiß das bis heute. Und vor allem, warum dann viele auch gestorben sind. Ich glaube, hier hinten steht auch noch einer. Muss ich den auch noch töten, damit Siegmeyers Quest nicht in die andere Richtung geht? Ach, verdammt, ich krieg den doch von hier bestimmt nicht. Ich sehe den. Ach, ich will Siegmeyer nicht ansprechen. Weil dann müsste ich ihn da unten töten. Weil, nur für euch jetzt zurück, wir kommen gleich wieder zu den Mysterien zurück. Nur für euch, für die es noch nicht gemacht haben. Wenn man die vorher tötet, logischerweise alle vorher tötet, alle diese Chaosfresser hier vorher tötet, und dann mit Siegmeyer spricht, dann sagt er, oh, du hast die Kreaturen getötet, das ist natürlich toll von dir. Hier kriege ich, weil wir brauchen nur noch den Ring von ihm. Wenn ihr aber runterspringt und jetzt nur noch einer da übrig ist, dann wird er seine Questline, geht er seine Questline so weiter. Und das will ich nicht. Ich will, dass seine Questline jetzt hier beendet wird, quasi, und er mir den Ring gibt. Ich weiß aber nicht, ob wir da runterspringen müssen, weil ich glaube, sobald wir runterspringen, kommt er eh hinterher. Ich krieg den nicht. Warte mal, kann ich den vielleicht anlocken, den Chaosfresser, mit einem Pfeil irgendwie gegen die Wand? Ich weiß es nicht. Ich will eigentlich nicht das Richtige triggern, aber am Ende reicht es auch, wenn ich die 4 hier töte. Die 4 am Anfang, um die es am Ende geht, weil der da hinten, der ist es am Ende. Der ist gar nicht so wichtig. Ja, scheiß drauf, ansonsten muss er halt runterspringen und dann müssen wir ihn halt töten, dann kriegen wir auch seinen Ring. Hilft ja nichts. Obwohl wir da aufpassen müssen, weil der gute Siegmeyer haut hart zu. Egal, wir sprechen erstmal an und dann gleich zurück zu den Mysterien. Tanzplage von Straßburg. Wurde auch bis heute nicht geklärt. Okay. Oh, there you are. Wait. Ja, alles richtig gut gemacht. You never fail to impress. Well, wonderful. This knight of Katarina thanks you. Take this as a token of my gratitude. Danke dir. Das ist das. I feel like I'm always thanking you. I curse my own inability. Und deswegen haben wir das auch gemacht, weil ich finde, das ist die richtige. Das richtige Ende für die Questline von Siegmeyer. Also beziehungsweise das richtige Ende ist die Questline, wenn die mit Sieglinde endet. Aber ich finde, hier wird am deutlichsten, was eigentlich Siegmeyers Problem ist, dass er einfach gerne ein Abenteurer wäre, aber irgendwie seine eigene Entscheidungsneurose steht ihm immer im Weg, ein richtiger Abenteurer zu sein. Er braucht immer einen Schubser. Und er schreckt immer vor richtigen Hürden, schreckt er immer ein bisschen zurück und zögert. Und das macht keinen echten Abenteurer aus. Vor allem nicht der echte Abenteurer, der er gerne wäre. Und das sagt er ja auch selber. Ich finde, das ist das richtige Ende, weil hier hört seine Questline jetzt übrigens auf. Also wir haben jetzt nicht die Questline mit Siglinde dann noch. Und er geht wahrscheinlich jetzt einfach nach Hause. Der gute Siegmeyer, habe ich so zumindest im Gefühl. Ja? Das ist das Ende. Er geht einfach, wahrscheinlich zurück zu Siglinde. Man weiß es nicht. Oder geht zurück nach Hause, man weiß es. Ich weiß es eh gesagt nicht. Keine Ahnung. So, wir gehen aber auf jeden Fall erstmal hier runter, weil hier gibt es noch ein paar Sachen. Und nehmen noch den anderen Ring. Da können wir nämlich besser laufen. Und holen hier noch ein paar Sachen. Und ich glaube, da machen wir beim nächsten Mal das Bett des Chaos. Habe ich so, die grüne Scherbe. Brauche ich alles nicht. Hier ist nämlich noch so ein Chaosfresser. Penner. Ach, rote Brocken. Ach, das brauche ich da alles gar nicht. Warum bin ich hier nochmal runter? Weil ich ein Depp bin, deswegen. Egal. Zurück zu den Mysterien. Das ist ja heute das Thema. Weg von Souls. Das hatten wir alles schon 100-mal geklärt.
wieder hin zu den Mysterien, die ich so interessant finde. Es gibt noch eine Sache. Solche alten archäologischen Funde zum Beispiel, finde ich, oder Funde, wo man sich nicht richtig erklären kann, was es mit diesen Funden auf sich hat, die finde ich genauso interessant. Müssen wir hier nochmal hin zu der, wo ist denn hier die Treppe? Da ist die Treppe, genau. Zum Beispiel eine Sache ist der Antikythera-Mechanismus. Das ist ein alter Mechanismus zur Sternendeutung, wenn man so will, der gefunden wurde, ich glaube bei irgendeiner Ausgrabung oder so. Das Problem an dem ganzen Mechanismus ist, der entstand laut den Forschern oder laut den Archäologen, die ihn ausgegraben haben. Hier ist doch auch nichts, was ich brauche, aber hier komme ich wenigstens zurück, glaube ich, oder? War das so? Dass ich hier dahin zurückkomme, wo ich zurück muss? Egal. Laut den Forschern, die den untersucht haben, ist der 100 Jahre vor Christi Geburt entstanden, dieser Mechanismus. Was aber irgendwie nicht so richtig funktionieren kann, weil dieser Mechanismus viel zu komplex ist für die damalige Zeit. Selbst bevor hier Galileo Galilei die ganze Scheiße gemacht hat mit die Erde dreht sich um die Sonne und so weiter und so fort, gab es eigentlich, kann es nicht solche ausgeklügelten Mechaniken gegeben haben, um quasi zu ergründen, wie die Sterne funktionieren, um quasi Sternbilder oder Sternkonstellationen auszurechnen. Ist das dahin? Wie komme ich dann wieder hier hoch? Bin ich jetzt total bescheuert? Wie komme ich denn? Ah, hier. Das ist gut. Das sieht gut aus. Um sowas auszurechnen. Und da schließt sich bis heute nicht, wer das in irgendeiner Form quasi konstruieren konnte. Das schließt sich den Leuten bis heute nicht. Weil das ist so ausgeklügelt, dieses System. Dieses Antikythera-Mechanismus, so heißt das Ding. Ich glaube, Antikythera-Mechanismus heißt das Ding. Das ist so ausgeklügelt, dass es zur damaligen Zeit eigentlich keine Möglichkeit gegeben hätte. Keinen Wissensstand hat es ermöglicht, dass Leute sowas gebaut haben. Oder sowas bauen konnten, um so ganz, quasi ganz kompliziert und ganz relativ genau schon für die damalige Zeit quasi die Sternbilder oder Sternenkonstellationen ausrechnen konnten oder irgend sowas oder rechnen konnten generell, ne? Vor allen Dingen lange Zeit, wie gesagt, bevor Galileo Galilei es gemacht hat. Ach so, ich will ja Kirk noch verhauen. Dann gehen wir zurück zum Leuchtfeuer. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Dann gehen wir jetzt zurück zum Leuchtfeuer und dann beenden wir den Teil dann hier. Wir haben ja ein bisschen was geschafft in diesem Teil, das muss man mit dazu sagen. Und sowas zum Beispiel ist dann auch verdammt interessant. Ja, da gibt es viele Sachen, die Archäologen gefunden haben oder die Leute gefunden haben, wo man bis heute nicht weiß, was ist das eigentlich? Was hat es damit auf sich? Zum Beispiel, es gibt, glaube ich, die irgendwo vor der Küste oder irgendwo in Nova Scotia, Kanada, soll der große Schatz von William Kidd, Sir William Kidd mit Doppel-D, vergraben sein, den man bis heute nicht findet. Es gibt bloß Anhaltspunkte irgendwie in Oakland Island oder so, soll es das geben. Oder soll das irgendwo vergraben sein? Irgendwie 2 Millionen britische Pfund, was natürlich heutige Zeit betrachtet, ich glaube, wann hat das irgendwie vergraben? 1600 noch was hat William Kidd irgendwann gelebt. Wenn man das, oder 1500 noch was, weiß gar nicht mehr. Und wenn man das natürlich hochrechnet, wie viel 2 Millionen britische Pfund hat er halt erbeutet, wie viel Geld das dann quasi nach heutigen Standards ist, also inflationsbereinigt sozusagen. Ach, scheiße. Ich habe ganz vergessen, dass ich den Ring nicht mehr anhatte. Dann ist das natürlich ziemlich viel Geld. Und bis heute suchen die Leute nach dieser Money Pit, oder so heißt das irgendwie, in Nova Scotia, Kanada. Ja? Andere Sache, die Leute gefunden haben. Ah, ein Glück, dass wir hier gestorben sind. Sehr gut. Andere Sache, die Leute gefunden haben und bis heute keiner sich einen Reim drauf machen kann, auch eine Sache, die ich sehr spannend finde, ist das Voynich-Manuskript. Oder Voynich-Manuskript. Ein Sammler von antiken Sachen, Wilfried Voynich, nach dem ist das benannt, der hat ein Buch gekauft. Oder also Manuskript, irgendwie so ein paar Seiten. Weil ich glaube, ich weiß nicht, wie dick das Ding ist. Und da ist Text drin, aber auch Bilder. Und das ist irgendwie unterteilt in 6 Abschnitte. Irgendwie astronomisch, ökologisch, da geht es um Pflanzen, dann geht es um Sternbilder, dann geht es, glaube ich, auch noch um logische Sachen, also um Menschen, Kunde, Anthropologie oder irgend sowas in der Dreh. Das Interessante an diesem Voynich-Manuskript ist aber,
dass es in einer Schrift geschrieben ist, die kein Mensch kennt. Noch nie hat jemand diese Schrift gesehen. Sie ist auch mit nichts irgendwie in irgendeiner Weise verwandt. Selbst alte Schriften, so sumerisch oder irgend sowas, ne, was schon längst ausgestorben ist, diese Schriften oder diese Sprachen aus altertümlicher Zeit, so Maya und solche Geschichten. Selbst damit ist es in keinster Weise vergleichbar. Noch nie jemand hat bis heute nicht entschlüsselt, was in diesem Voynich-Manuskript steht. Anscheinend ist das eigentlich so eine Art Sachbuch, das erschließen sich zumindest aus den Abbildungen, die es dort drin zu sehen gibt. Aber was genau sich dahinter verbirgt, hat kein Mensch bis heute rausfinden können. Und ich liebe solche Mysterien. Ich glaube, es gibt noch eine Sache, die ich ähnlich interessant finde, sind moderne Rätsel. Also die in der Moderne geschaffen wurden. Ja, also von modernen Künstlern zum Beispiel, die bis heute nicht entschlüsselt werden konnten. Selbst von den klügsten Köpfen, so wie zum Beispiel diese mathematischen Mysterien. Gibt es ja heute mathematische Probleme, die bis heute nicht, also Theoreme heißen die ja dann, glaube ich, die nicht gelöst werden konnten. Und da gibt es ja auch ganz viele. Zum Beispiel eins steht, so, ich weiß nicht, ob es als Hohn gedacht ist, steht vor dem CIA-Hauptquartier in Langley, steht das Kryptos. Das Kryptos ist so eine Skulptur oder so eine große Skulptur. Sieht aus wie so eine große, geschwungene, sag ich mal, Inschrift. Ja, also so eine große, geschwungene Schriftrolle. Und ich glaube, da ist ein Zahlencode oder ein Buchstaben- und Zahlencode abgebildet von einem Künstler. Den Namen habe ich... wie heißt der Typ? Ich glaube, ich habe den Namen Sanborn. Ich glaube Sanborn. Irgendwas Sanborn, Sandberg, irgend sowas. Heißt der Künstler. Der hat das erworfen, dieses Kryptos, so heißt dieses Ding. Und das ist unterteilt irgendwie in vier Abschnitte mit diesem Code. Also sprich, dieser Zahlen- und Buchstabenkombination. Und er hat das, glaube ich, als entworfen oder kreiert, so nach dem Motto, dass alles, dass wir Menschen quasi in allem gerne Muster erkennen, sodass wir Dinge entschlüsseln können, die für uns chaotisch und komplex erscheinen. Und das ist in vier Abschnitte unterteilt, diese Skulptur, oder das ist eine Skulptur, oder also das ist sehr, sehr groß auf jeden Fall. Das ist ganz interessant, weil drei Abschnitte davon wurden mittlerweile entschlüsselt. Der vierte, der stellt selbst die schlauesten Köpfe der CIA, wo die ja wirklich Analysten haben. Ich meine, sowas wie Edward Snowden hat dort gearbeitet bei der CIA. Selbst die haben das bis heute nicht entschlüsseln können, dieser vierte Abschnitt auf diesem Kryptos-Ding. Verdammt cool. Ich liebe sowas. Da könnte ich mich stundenlang drüber belesen, über solche Mysterien und solche Rätsel. Ich bin ja auch so ein Rätselmensch. Also ich liebe Rätsel. Ich liebe, zum Beispiel, ich habe gerne, zum Beispiel, immer diese Rätselfragen gehabt, wo man nur Ja und Nein beantwortet. Also, wo man, einer kennt die Lösung des Rätsels und alle anderen raten. Und er darf nur mit Ja oder Nein beantworten. Und wenn jemand Nein bekommt, dann wechselt das zum Nächsten, der eine Frage stellen kann. Ja, zum Beispiel absolut eines meiner Lieblingsrätsel ist, weiß nicht, vielleicht, wenn ihr die Lösung kennt, ich versuche euch das Rätsel mal zu erklären oder zu erläutern. Wenn ihr die Lösung kennt ihr sie gern in die Kommentare dann schreiben. Genauso übrigens wie eure Lieblingsmysterien, eure ungelösten Mysterien, ob ihr sowas überhaupt gut findet oder ob euch das überhaupt komplett gar nicht fasziniert. Aber ich erzähle euch mal, mein absolutes Lieblingsrätsel ist eine Hütte im Wald. Eine Hütte im Wald, niemand ist da, also niemand ist um die Hütte rum sozusagen, ist komplett menschenleer die Umgebung um die Hütte. Ist eine einsame Hütte im Wald, die Fensterscheiben sind zerbrochen. Es liegt überall Glas in der Hütte. Und es ist nass in dieser Hütte. Und auf dem Boden liegen zwei Tote. Was ist passiert? Wer hat sie umgebracht? Vom Mörder fehlt jede Spur. Wer war der Mörder? Wie hat er diese zwei Toten umgebracht? Also liegen zwei Leichen, sozusagen. Ja. Wer hat die umgebracht? Das ist... wurde mir das erste Mal quasi gesagt, ne, löse jetzt dieses Rätsel, Philipp. Und das habe ich mit anderen quasi zusammen gemacht und wir haben diese Fragen gestellt zum Beispiel. Ja, was ist zum Beispiel in der Hütte, wie sieht die Hütte, also man kann sich zum Beispiel nicht fragen, wie sieht die Hütte aus, sondern man muss fragen, ist das eine Holzhütte, ja oder nein oder ja und so weiter und so fort. Und solche Dinge, die faszinieren mich, solche Rätsel.
solche obskuren und komplexen Rätsel, die faszinieren mich extrem. Da wünschte ich, und deshalb faszinieren mich auch diese ungelösten Mysterien der Welt. Kommen Sie her, junge Frau? Kommen Sie bitte her. Nein? Nein. Kirk, nerv doch nicht. Ich hab mich doch gerade mit der Dame hier. Nerv nicht, Kirk. Nerv nicht. Ich hab mich doch gerade mit der Dame hier beschäftigt. Kirk kommt immer zum unpassendsten Zeitpunkt. So, sammeln wir das noch ein vom guten Kirk. Und dann machen wir beim nächsten Mal dann das Bett des Chaos. Fangen wir dann damit an. Hab ich noch irgendwas? Ach, das brauche ich nicht. Obwohl, Gott, wir nehmen es mit. Können wir es verkaufen? Beim guten Framd. Können wir es beim guten Framd verkaufen? Dann holen wir noch da hinten. Ich weiß gar nicht, was da drin ist in der Kiste. Das holen wir noch. Und dann soll es das für diesen Teil gewesen sein. Aber sowas zum Beispiel. Deshalb liebe ich diese ungelösten Mysterien. Ne? Weil ich einfach... Ich liebe Rätsel. Ich liebe Geheimnisse. Ich bin ein großer Fan von sowas. Und ich liebe sowas zu entschlüsseln. Und wenn ich die Zeit dafür hätte... Ach so, Chaos, Feuerpeitsche, na egal. Wenn ich die Zeit dafür hätte und auch das Geld hätte, wenn ich zum Beispiel Millionär wäre, ich würde zum Beispiel Geld investieren, um diese ungelösten Weltenrätsel, die ich euch zum Beispiel, wo ich euch jetzt ein paar von erzählt habe, um die lösen oder um die mal anzugehen. Ja, das würde ich zum Beispiel, da würde ich zum Beispiel mal Geld ausgeben, wenn ich jetzt Millionär wäre und nicht wohin mit, wüsste nicht wohin mit meinem Geld. Dann würde ich das machen. Aber das nur am Ende. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure... Habt ihr irgendwelche Lieblingsmysterien? Vielleicht die kenne ich noch gar nicht. Ne? Ich liebe auch sowas Neues zu erfahren. Ja? Nicht nur die Sachen, die ich euch erklärt habe. D.B. Cooper, Jack the Ripper, Croatoan, hier diese Indianer-Siedlung, irgendwie da die verschwundene Kolonie. Sowas zum Beispiel. Vielleicht habt ihr auch andere Sachen. Seid ihr fasziniert von sowas? Würde mich auch interessieren. Und ich sage euch nochmal, das Rätsel ist eine Holzhütte mitten im Wald. Kein Mensch weit und breit. Die Fenster sind eingeschlagen der Hütte, es ist nass in der Hütte und mitten in den ganzen Scherben und in dem Wasser liegen zwei Leichen. Was ist passiert? Vielleicht habt ihr ja die Antwort. Nicht googeln, nicht schmuhen, sondern na, schon selbst drauf kommen, wenn ihr gut seid. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das Gameplay war heute ganz angenehm, muss ich sagen. Und ich hoffe auch das Commentary. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, liked und falls ihr noch nicht habt, schließt auch ein Abo ab. Macht's gut und Wiedersehen.